zur heutigen Kaffee-Lecture vom TKFDN Thüringen. Heute soll es um Präregistrierung als Instrument offener Wissenschaft gehen. Und dazu werde ich Ihnen erstmal so ein bisschen was erzählen, was Präregistrierungen überhaupt sind, wozu man die brauchen könnte und warum man sie nutzen sollte, wie und wo man das genau macht. Und was Präregistrierung damit auch mit offener Wissenschaft zu tun hat. Was ist eine Präregistrierung? Vielleicht haben Sie alle schon mal diesen Badge gesehen, Pre-Registered. Das gibt es in ziemlich vielen Journals mittlerweile. Das bedeutet, dass vor der Veröffentlichung des Artikels eine verschriftlichte, unveröffentlichte Version des Forschungsplans vorgelegen hat, die idealerweise auch vor Beginn der Datenerfassung erstellt und veröffentlicht wurde. Warum sollte man sowas machen, so einen extra Aufwand eines nochmal extra Forschungsplans vorher schreiben und veröffentlichen? Wahrscheinlich ist vielen von Ihnen in den letzten Jahren immer mal wieder der Begriff Replikationskrise aufgekommen oder Sie haben ihn gelesen in unterschiedlichen, zum Beispiel Zeitschriften wie hier rechts in der FAZ. Das geht jetzt schon seit einer Weile und taucht auch immer mal wieder auf. Das Problem ist auch immer noch nicht gelöst. Das Problem, dass viele Experimente sich tatsächlich nicht replizieren lassen. Angefangen hat das, oder ganz groß wurde das zuerst in der Psychologie, aber wie man rechts auch in dem Artikel sieht, sind auch andere Wissenschaften davon nicht befreit. Auch in den Naturwissenschaften gibt es zunehmend Experimente, die sich nicht wiederholen lassen. Ein Artikel in Science von 2015 hat mal geschätzt, wie hoch die Replikationsrate ist in psychologischen Experimenten und kam da auf ungefähr eine Schätzung von 37% signifikanter Ergebnisse von Replikation, wobei eigentlich die Originalstudien bei 97% davon signifikant waren. Das heißt, eine starke Reduzierung der signifikanten Ergebnisse, wenn man versucht, die Studien nochmal zu wiederholen. Das ist natürlich nicht erstrebenswert. Und eines der vielen Probleme, die wir in der Wissenschaft haben, wenn man sich ein bisschen mehr dafür interessiert, was in der Wissenschaft vielleicht auch mal nicht so gut läuft, empfehle ich wärmstens den Artikel oder den Beitrag von John Oliver zu Scientific Studies. Der geht ganz gut darauf ein, was teilweise in der Wissenschaft falsch läuft. Das ist hier auch nochmal in dem Manifesto for Reproductible Science ein bisschen wissenschaftlicher niedergelegt. Wie Sie vielleicht links alle erkennen, ist das der Forschungszyklus, den man ja in vielen Fällen schon mal irgendwie gesehen hat, dass man erstmal eine Hypothese generiert, dann eine Studie designt, Daten sammelt, diese auswertet, interpretiert und dann berichtet und dann ein nächstes Experiment aufsetzt. Und in Rot darunter sind quasi alle möglichen Fehlerquellen benannt, die in dem Prozess von so Studien passieren können, von Problem, dass man seine eigenen Fehlannahmen nicht kontrolliert, so dass man zu geringe Versuchspersonenanzahl erhebt und deswegen keine wirklich statistische Power hat, dass man nicht wirklich gut kontrolliert, wie die Daten erhoben werden oder auch wie die Methoden genutzt werden, dass man zum Beispiel P-Hacking betreibt beim Analysieren von Daten. Das ist ein Sammelbegriff für mehrere Probleme, sowas wie so lange nacherheben, bis es signifikante Ergebnisse gibt oder nur die Bedingungen betrachten, die dann tatsächlich signifikant werden, also sich quasi
nur auf den P-Wert konzentrieren und danach alles ausrichten. Oder auch seine erst generierten Hypothesen nochmal ändern in Abhängigkeit von den Ergebnissen, die dann tatsächlich signifikant werden. Und als letztes, gerade beim Prozess des Publizierens, kommt dann auch noch häufig das Problem dazu, dass nur signifikante Ergebnisse und interessante Ergebnisse publiziert werden und etwas, was eigentlich quasi keinen Effekt hatte, dann in der Schublade verschwindet und gar nicht erst in wissenschaftlichen Artikeln auftaucht. Es gibt also viele, ja, Dinge, die schiefgehen können im Publikations- und wissenschaftlichen Prozess. Natürlich kann die Präregistrierung nicht alles lösen, aber sie versucht einige Dinge dabei zu lösen. Und zwar ist es durch eine Präregistrierung so, indem ich quasi vorher meinen Forschungsplan festlege, unterscheide ich ganz deutlich zwischen konfirmatorischer und explorativer Forschung. Das bedeutet, ich sage, was sind meine Hypothesen, was weiß ich schon, was will ich vielleicht noch rausfinden und wo kann ich keine klaren Hypothesen zu formulieren. Dies führt dazu, dass unsere P-Werte wieder interpretierbar sind, weil wir genau wissen, wie viele Analysen wir machen. Und es vermeidet das eben erwähnte Hacking, also das Verändern der Hypothesen nach der Analyse und nachdem wir quasi festgestellt haben, was jetzt genau signifikant geworden ist oder nicht. Es erhöht die Glaubwürdigkeit, indem die Datenanalyse in der Präregistrierung im Voraus festgelegt wird. Damit werden viele Formen des P-Hackings verhindert, zum Beispiel, dass man einfach nur gewisse Bedingungen analysiert, dass man sehr adaptiv Ausreißer exkludiert und ähnliches, also dass man vorher die Datenanalyse genau festlegt und so verhindert, dass man da sehr viele Freiheitsgrade hat. Und es wirkt auch gegen die Publikationsverzerrung, indem ich zumindest, selbst wenn es dann nicht in einem Artikel endet, man die Präregistrierungen durchschauen kann und sehen kann, ah, da gab es auf jeden Fall Forschung zu einem spezifischen Thema und man könnte da dann besser nochmal nachfragen oder das leichter recherchieren, wie die Effekte dort waren und warum es nicht zur Publikation kam. Besonders wirken aber auch Wedgetts Reports gegen Publikationsverzerrung. Das ist quasi nochmal ein Schritt weiter als Präregistrierung, indem diese dann sogar schon peer-reviewed werden und veröffentlicht werden. Also viele Gründe zur Präregistrierung. Jetzt stellt sich noch die Frage, was genau präregistrieren wir? Was beinhaltet dieser Forschungsplan? Dieser Forschungsplan sollte erstmal natürlich die Hypothesen beinhalten, dann auch ganz grob die methodische Umsetzung, also was sind abhängige, unabhängige Variablen, gegebenenfalls Drittvariablen, wie groß ist die Stichprobe und aus welchen Personen setzt sie sich zusammen und wie wird die Methode umgesetzt, wie ist die Prozedur. Und der Plan, die Präregistrierung sollte auch die geplante Datenanalyse enthalten, nämlich welches statistische Modell wird genutzt und welche Kriterien für die Inferenz vor allen Dingen. Damit man sich das nicht alles selbst ausdenken muss und genau überlegen muss, wie schreibe ich das wo auf, gibt es mittlerweile zahlreiche Templates, die genau vorgeben, was man wie reregistrieren kann. Zusammengestellt sind viele Templates auf OSF.io. Die Open Science Framework Plattform ist der Vorreiter für Präregistrierung und fasst alles Wichtige da zusammen und hat auch eine große Auswahl an verschiedenen Templates für verschiedene Forschungsformate, sowohl von quantitativer experimenteller Forschung, auch zu qualitativer Forschung, zu Auswertung von Sekundärdaten und ähnliches. Da die Auswahl der Templates ist gigantisch. Auf der rechten Seite habe ich mal so eine kleine Tabelle von einfach nur drei Templates, die es dort gibt, bei denen man schon sieht, die variieren auch von dem Tiefegrad stark. Also was das erste Template hier ist, PRB Quant,
basiert auf einer Pre-Registration Task Force 2020, richtet sich besonders an quantitative experimentelle Forschung und besteht aus 40 Fragen, wovon denen 7 optional sind. Und es variiert von Themen oder es geht von Themenbereichen wie Titel zu dem genauen Analyseplan mit Ausschlusskriterien, Datenaufbereitung und Ähnlichem. Etwas kleiner und weniger ausführlich, aber auch sehr, sehr beliebt, ist das Template von S-Predicted. Da ist im Gegensatz zu dem eben erwähnten, sind es nur 8 Fragen, die auch alle optional sind. Und hier als letztes auch nochmal das Beispiel der qualitativen Präregistrierung. Dort sind 20 Fragen zu beantworten, die spezifisch auf qualitative Forschung ausgerichtet sind. Hier mal als kleine Einsicht, so sehe das S-Predicted Template aus. Sie haben also 8 Fragen, die Ihnen gestellt werden, die Sie dann frei ausfüllen können, von welche Hypothesen getestet werden in der Studie zu den Hauptvariablen und wie sie gemessen werden, welche Versuchspersonen welchen Bedingungen zugeordnet werden und wie genau analysiert wird. Wie man jetzt hier auch sieht, ist in der Beantwortung dieser Fragen natürlich auch trotzdem noch gewisse Freiheitsgrade enthalten. Das ist auch immer eine Präferenzsache, ob man lieber ganz viele Fragen detailliert beantwortet oder ja eher so diese 8 Fragen etwas breiter. Da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt aber viele Hinweise, wie man so Präregistrierungen nützlich ausfüllt, um wirklich sie gut nachprüfbar zu machen und auch wirklich sich selbst als Wissenschaftler ja, testbar und so, dass sie auch die Präregistrierung das machen, was sie machen sollen, nämlich dass sie die Wissenschaft verbessern. Um dort so ein bisschen Anhaltspunkte zu bekommen, worauf man achten sollte beim Ausfüllen von Präregistrierungen, haben wir hier ein paar Links mitgebracht. Einmal eine Checkliste für Datenanalysen, dass man so ein bisschen nachgucken kann, was sollte bei welcher Art von Datenanalyse erwähnt werden in einer Präregistrierung. Dann verschiedene Beispiel-Präregistrierungen, wo man sich gut aus den verschiedenen Fächern auch angucken kann, was wurde da wie präregistriert und auch gegebenenfalls formuliert. Und auch weiterführende Informationen in Form von Blogposts, die vielfältig beschreiben, was könnte man beachten, was sollte man beachten, was sind gute, schlechte Antworten für Präregistrierungen. Und auf der rechten Seite hier habe ich auch nochmal eine kleine Tabelle mitgebracht, die zeigt, was, also beispielhaft so ein bisschen zeigt, was sind gute und schlechte Antworten in Präregistrierungen. Und was hier auf jeden Fall eine Sache ist, die Sie mitnehmen sollten, ist, dass eine Präregistrierung nicht viel bringt, wenn sie sehr vage ausgefüllt wird und immer noch super viele Freiheitsgrade für den Forschenden überlässt, sondern dass es schon darum geht, dass sie sehr spezifisch ist und dann auch nachprüfbar und etwas ist, woran sie sich dann auch gut halten können und was andere auch gut nachvollziehen können. So, wenn wir jetzt wissen, wie wir präregistrieren, stellt sich die Frage, wo präregistriert man dann jetzt dann? Und da gibt es mehrere Varianten. Wir gucken uns hier mal links den großen Entscheidungsbaum an. Hier geht es erstmal um Unreviewed Registrations, also ganz normale Präregistrierungen, die keiner sich vorher angeguckt hat oder nochmal bewertet. Die können entweder gleich publiziert werden, öffentlich gemacht werden, auch über das vorhin schon erwähnte OSF, also Open Science Framework. Die haben einen extra Workflow dafür, dass man dort seine Präregistrierungen registriert und öffentlich macht und für alle einsehbar macht. Man kann aber auch den Weg gehen, dass man sie zuerst privat veröffentlicht,
was da quasi das Wichtige, also nicht veröffentlicht, sondern privat online stellt, sodass man selbst zugreifen kann und dass man es aber timestamped hat. Das heißt, dass man später nachweisen kann, dass es zu einer gewissen Zeit festgelegt wurde und somit auch nach der Datenauswertung nicht mehr verändert wurde. Das ist auch bei OSF möglich, aber auch bei vielen anderen Repositorien, GitHub, Figshare, S-Predicted und anderen Repositorien, wo man überhaupt ja, Daten hochladen kann und eine Versionskontrolle hat. Die sind alle geeignet, um Präregistrierungen hochzuladen. Was auch eine Möglichkeit ist, das wirklich nur für sich selbst zu machen, was allerdings nicht empfohlen ist, weil man dann quasi nicht den Nachweis hat, dass das wirklich, wann es wie festgelegt wurde. Allerdings wäre das natürlich auch erstmal ein Anfang für das präregistrierte Batch. Wenn man das nachher möchte, muss es aber tatsächlich zumindest timestamped sein und zu einer gewissen Zeit dann irgendwann veröffentlicht. Hier auf der rechten Seite finden Sie noch die Reviewed Pre-Registrations oder den Registered Report. Den hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, deswegen möchte ich darauf nochmal kurz eingehen. Und zwar handelt es sich bei einem Registered Report um einen Schritt weiter zur Präregistrierung. Und zwar sind dort die Forschungspläne, die Sie veröffentlichen, etwas ausführlicher und sie werden begutachtet. Und zwar ist es dann so, dass man, nachdem man seine Idee entwickelt hat und die Studie designt hat, diesen Forschungsplan einreicht in einem Journal und der dort dem Peer Review unterzogen wird und angenommen werden kann. Und es dann so ist, dass man unabhängig davon, wie die Ergebnisse ausfallen, das Manuskript zur Publikation angenommen wird und in der zweiten, wenn dann der tatsächliche Bericht geschrieben wird, es eigentlich nur noch darum geht, inwiefern hat man das, was man vorher in dem Forschungsplan festgelegt hat, wirklich auch so umgesetzt und wie verständlich ist es geschrieben, aber dann hängt quasi die Ablehnung des Reports, des Manuskripts nicht mehr von den tatsächlichen Daten ab. Das ist quasi nochmal ein Schritt weiter zu zu einfachen Präregistrierungen. Und alles dazu finden Sie auch hier unter diesem Link auch im Open Science Framework. Mittlerweile gibt es über 300 Journals, die Registered Reports anbieten und somit den Prozess vom Präregistrieren, also vom Aufstellen eines Forschungsplans vor der tatsächlichen Datenauswertung noch attraktiver machen. So viel zu Präregistrierungen. Wenn Sie noch mehr Gründe brauchen, sehen Sie hier auf der rechten Seite noch 7 Gründe, warum Sie präregistrieren sollten. Dass Sie einmal natürlich für Ihre Vorhersagen auch tatsächlich dann Credit nehmen, also die in Anspruch nehmen, was sie quasi vorher angenommen haben, und sich auch ein bisschen lösen von den tatsächlichen Ergebnissen, die rauskommen und freier sind in der tatsächlichen wissenschaftlichen Arbeit. Machen Sie also mit bei Open Science, präregistrieren Sie, stellen Sie Ihre Daten und auch Ihre Materialien öffentlich zur Verfügung, analysieren Sie gewissenhaft und nicht nach Signifikanz, sondern nach Wissenserwerb und berichten Sie am Ende alle Ergebnisse, um so gemeinsam gegen die am Anfang erwähnten Probleme im wissenschaftlichen Prozess zu arbeiten und Wissenschaft für alle besser zu machen und hoffentlich zu mehr replizierbaren und vertrauenswürdigen Ergebnissen beizutragen. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auch hier unter diesen verschiedenen Links von längeren Artikeln bis noch weiteren Vorträgen und der Seite vom Center of Open Science, die alles zur Präregistrierung nochmal zusammenfasst. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an info@forschungsdaten-thüringen.de. Und wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können. Und für Ihre nächste Studie überlegen Sie sich, ob Sie auch tatsächlich Ihr Vorgehen präregistrieren. Vielen Dank.